Ich finde es aber darüber hinaus auch erstaunlich, wie gerade die von rechts außen, die immer einen Kult der Empörung anklagen und Cancel Culture anklagen, sich als Großmeister der Empörung offenbaren und eben auch genau diese Cancel Culture betreiben. Jeder, der versucht zu analysieren, der auch versucht, nach Gründen zu fragen, warum die letzte Generation und andere so auftreten, den prangern sie dann an als Verteidiger von Gewalt, als Apologet des Terrorismus. Ich habe aber viele Shitstorms erlebt, deshalb freue ich mich auf ihr Anprangern und es kümmert mich nicht die Bohne. Ich kann damit gut leben. Und außerdem ist es ja interessant, dass Sie diese Klimaproteste insgesamt nicht nur als Extremismus, sondern letztlich als eine zutiefst große Gefährdung der Demokratie darstellen. Sie, werte AfD, haben zur Demokratie folgendes Verhältnis. Rein usurpatorisch, rein utilitaristisch, rein parasitär. Sie leben und nutzen diese Demokratie, höhlen sie aus, sie profitieren von ihr, aber sie tragen nichts zu ihrem Gedeihen bei.